weitere Folge von So ist das Leben, die Wagenfels. Brainpower ist der Weg. Du bist ein Seiler und ich ein kleiner Mechaniker. Ich habe nämlich meine Tochter gefunden. Ich habe mich doch entschieden, diesen Job als Notärztin anzunehmen, also muss mein Kinderwunsch eben noch ein bisschen warten. Das ist doch eine absolute Scheiße, sowas. So richtig tolle Graffitis. Das wäre doch viel besser als die triste Wand, finden Sie nicht? Ich hätte gerne ein Zimmer. Marita! Vater. Willkommen bei Brainpower. Stay together, trying to find a way. Day by day we'll stay together. Life will be love and pain. Friends are hard to find. Together forever, that's life. Together forever we'll stay. Es ist ein Wunder. Der Schmuck deiner Mutter. Unglaublich. Er hat uns wieder zusammengebracht. Und meine Narbe. Marita, ich muss dir etwas erklären. Weißt du, ich suche schon so lange nach meiner Tochter. Und jetzt? Und jetzt? Kann ich mich nicht mal richtig darüber freuen, dass du endlich da bist. Magst du mich etwa nicht? Oh doch, und wie? Aber alles, was dir passiert ist, alles hätte ich verhindern können. Ich habe sie doch damals sitzen lassen, deine Mutter. Dann hast du sie eben nicht richtig geliebt. Das ist nicht wahr. Ich habe sie sehr geliebt. Aber warum hast du sie dann verlassen? Das verstehe ich selbst nicht mehr. Aber ich glaube, ich hatte Angst. Ganz einfach Angst vor der Verantwortung. Und jetzt? Jetzt hast du keine Angst mehr, oder? Süße, das Essen ruft. Essen? Den ganzen Johannes? Auch das, wenn du möchtest. Vorsicht, das Essen. Ich bin immer gespannt, wie der das schmeckt, was ich vorhabe. Ich will hier einen Radiosender aufziehen. Radiosender? Für mich? Oh, nicht nötig. Nein, im Ernst. Hier für unsere Gegend. Ein Radio mit knallharter Information, einer Menge Musik und viel Spaß. Weißt du, das ist alles gut gemischt. Das gibt richtiges Infotainment eben. Ich habe da schon ein paar super Ideen. Wo ist hier der Sender zum Umschalten? Du glaubst mir nicht. Doch. Aber hast du denn überhaupt eine Ahnung vom Funk? Das brauche ich nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will ein kritisches, unabhängiges Radio. Eben sowas, was sich sonst keiner traut. Wo willst du das Geld dafür hernehmen? Das kostet nicht so viel, das weiß ich. Mit dem Geld von Alexander Hoffmann komme ich hin. Und der hätte das bestimmt auch gut gefunden, das glaube ich. Dass er mich immer in so einen Spinner verlieben muss. Ach, Herr Bernauer, kleinen Moment noch bitte. Darf ich Sie als Nachbarn begrüßen? Ich habe mich heute Morgen im Schwarzen Hahn eingemietet. Das ist ja ein wunderbarer Ort. Finden Sie nicht auch? Oh ja, da lässt sich's leben. Ihnen glaube ich das gern. Es gibt ja keinen Zufall im Leben. Ich sehe schon jetzt ganz klare Strukturen. Und ich sehe Sie, Herr Bernauer. Jetzt verstehe ich nicht ganz, was Sie meinen. Wenn ich Sie ins Vertrauen ziehen darf. Die Aufgabe unserer Gemeinschaft ist es, anderen Menschen zu helfen. Und so wie wir nicht zufällig zusammengekommen sind, genauso wenig zufällig findet die Gemeinschaft ihre Heimat. Wie meinen Sie das? Sehen Sie es wirklich nicht? Sie sind hier zu Hause. Sie werden mit uns hier Ihren Weg beginnen. Und der Schwarze Hahn ist ein wunderbarer Ort als Zentrum unseres Kreises. Ich sehe Sie in unserem Sinne im Schwarzen Hahn wirken.
Da werde ich kaum helfen können. Meinen Sie, weil Frau Wagenfeld Ihnen einen Korb gegeben hat? Woher wissen Sie das? Bitte, mein Lieber, warum regen Sie sich auf? Das ist die Kraft von Brainpower. Sie fühlen sich jetzt wie ein Versager, aber da irren Sie. Wir werden Ihnen ein Potenzial vermitteln, das Sie noch nicht ahnen. Damit werden Sie jedes Problem lösen. Katharina versteht einfach nicht, wie wichtig unsere Beziehung auch für Sie gewesen wäre. Sie versteht noch nichts. Noch nichts. Sehen Sie, Hans, ich darf doch Hans zu Ihnen sagen. Mit unserer Hilfe und mit Ihrem Willen können Sie auch Frau Wagenfeld gewinnen. Meinen Sie wirklich, ich habe noch eine Chance? Eine Chance? Sie haben ein Ziel und das ist viel mehr. Wenn andere Menschen dafür noch nicht reif sind, müssen wir sie eben überzeugen. Ich habe ja alles versucht. Nur wer aufgibt, hat verloren. Sie haben die Kraft unserer ganzen Gemeinschaft. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Bei Katharina hat sich's ausgekämpft. Ich verspreche Ihnen. Ich persönlich werde Ihnen beistehen. Unser Ziel ist klar. Der schwarze Hahn wird die Begegnungsstätte von Brainpower. Schönen guten Abend, Frau Wagenfeld. Was führt Sie zu uns? Ich möchte nur mit meinem Onkel sprechen. Herrn Seiler Senior habe ich heute noch nicht gesehen im Haus. Dann schauen Sie doch bitte mal nach ihm. Ich habe doch bereits gesagt, er ist nicht da. Vermutlich ausgegangen. Und ich habe Sie gebeten, schauen Sie mal nach. Georg! Was willst du denn hier? Tja, sprechen möchte ich mit dir. Unter vier Augen. Dann macht alle mal die Augen zu. Ich vermute, mein lieber Neffe will endlich wissen, wer meine Tochter ist. Du nicht, Georg. Du musst deine Augen jetzt ganz weit aufmachen. Denn hier ist sie schon. Marita. Meine Tochter. Einen Kaffee bitte, für den neuen Chefredakteur. Hi Johannes, was ist los? Kaffee, Mann. Das war ja klar, aber wer ist der Chef? Ich sag dir, ich mach's. Ich werde hier in Rosenburg den lokalen Radiosender aufziehen. Hey Mann, das heißt? Super, ich finde das total genial. Und wann? Na sofort, sofort nach diesem Kaffee. Ich kauf dir deinen Anteil von der Gemeinschaftslizenz ab. Und dann? Dann? Dann sprechen wir nur noch die technischen Details durch und ab dafür, rein in die Welle. Ich sag dir, Radio machen ist Fun pur. Und das für schlappe 60.000. Hey, wie bitte? Beim letzten Mal waren es noch 40. Alter, du wolltest meinen Lizenzanteil und die Anlage. Aber die ist sowieso im Eimer. Ich hab aber die Idee, wie wir sie wieder hinkriegen. Ich helf dir. Das musst du auch, unbedingt. Also pass auf. Weil du es bist, 55. No way! Ich habe 30. Die kannst du sofort bekommen. Danach bin ich sowieso wieder pleite. Heißt das jetzt hier gleich und Cash? Wenn dein gedeckter Scheck Cash genug ist? Ich meine, du gehst mit dem Scheck in meine Bank rein und kommst umgekehrt mit Cash wieder raus. Ja, genau. Umgekehrt. Cash heißt Scheck von hinten. Hier zählt ein Handschlag noch was. Schabos! Thank you.
Was können die nur hier wollen? Der Wolf im schwarzen Hahn. Schau dir mal unseren Fahrer an, der ist heute richtig gut drauf. Ach, ja. Dem haben wir die ganze Action hier ja auch zu verdanken. Komm, Tricky, lass uns ein bisschen rausgehen, weiter sprayen. Nee, das geht nicht. Ich muss gleich nach Hause, mit meiner Schwester. Sieht so aus, als ob die noch ein bisschen bleiben wollen würde. Glaube ich kaum. Wir haben doch nachher Familienrat. La Familia, oh la la, ist ja fast in Sizilien. Ja, ätzend. Wie im Mittelalter. Aber mein Vater will das eben heute unbedingt. Wohl wegen Marita, was? 100 Punkte, klar. Der. Hey, ich find's oberscharf, dass du plötzlich eine neue Cousine kriegst. Ist nur eine Tante. Zweiten Grades. Okay, Trix, komm, wir müssen los. Victor? Ja. Wir sehen uns heute Abend? Ja, am Kinoeingang. Okay, Trixi, komm, wir gehen. Voll der Schreck. Das war kein Schreck, das war der Scheck. Genial. Mit einem Schlag sind meine Sorgen weg. Aber ein guter Schlag, was? Ja, total gut. Los, komm, wir fahren sofort los. Ich muss dir alles zeigen. Keine Hektik. Das hat Zeit bis morgen. Hey, bist du wahnsinnig? Du musst so schnell wie möglich auf Sendung. Die anderen Leute von der gleichen Frequenz, die machen Stress, wenn es bei dir rauscht. Aber ich habe jetzt gar nichts dabei. Nicht mal die Hochzeitsreportage. Völlig egal. Die schwirrt irgendwo im Studio rum. Los, komm. Ich kündige. Ah, dieser Job geht mir auf den Keks hier, du. Aber dann mit dem Weg, Simon. Aber was machst du jetzt? Hast du schon gemerkt, dass es hier kein Stadtmagazin gibt? Nicht mehr lange, ich mach eins auf. Das wird der Mega-Hammer! Und deswegen gehörst du jetzt einfach dazu. Eigentlich habe ich Angst. Mittendrin in der mächtigsten Familie von ganz Rosenburg. Daran wirst du dich schnell gewöhnen. Aber ob die sich jemals an mich gewöhnen werden? Ach, verlass dich doch nur auf mich. Zuerst einmal werde ich dich der ganzen Familie vorstellen. So richtig offiziell. Vielleicht gibt es beim einen oder anderen erste Gewöhnungsprobleme. Dann müssen wir eben ein bisschen nachhelfen. Wenn wir zwei zusammenhalten, dann werden wir das Kind schon schaukeln. Auf dich, Marita, meine Tochter. Auf uns, Vater. Außerdem werde ich dir meine Anteile an den Milchwerken überschreiben. Damit hast du praktisch ausgesorgt. Falls du nicht alles gleich auf den Kopf haust. Das wäre allerdings ziemlich viel Arbeit. Ich glaube, ich verstehe dich nicht richtig. Ganz einfach, Marita. Demnächst gehört dir die Hälfte von dem ganzen Milchladen da drüben. Aber das geht doch nicht. Das habe ich wirklich nicht verdient. Ganz ruhig, Marita. Du hast noch viel mehr verdient. Deine letzten Jahre kann leider niemand mehr auslöschen. Aber eines schwöre ich dir, dir soll es nie wieder schlecht gehen. Ich gehe jetzt wieder auf die Party.
Du bleibst. Ja, aber wenn Georg überhaupt nicht mehr kommt? Dann besprechen wir das Problem eben ohne ihn. Setz dich wieder hin. Welches Problem denn überhaupt? Marita ist doch total nett. Vorhin hast du dich aber anders angehört, von wegen olle Tante und so. Ja, weil ich wegen ihr hierher musste. Überhaupt, deine dauernden Verbesserungen kannst du dir sparen. Tante zweiten Grades, das klingt ja wie eine Krankheit. Wenn's aber stimmt. Quatsch mit Soße. Großtante. Wie wär's denn mit Großtante? Sie ist meine Cousine und damit basta. Ach, Papa. Ach, ihr macht mich alle bloß nervös. Dabei ist die Sache gar nicht so einfach. Ja, dann lass doch mal raus. Was stört dich an Marita? Mensch, Anna, ich... Wie soll ich mich denn zu ihr stellen? Ja, also ich sehe das Problem nicht. Aber wenn Onkel Matthias stirbt, dann erbt Marita so viel wie wir alle zusammen. Es ist wohl zu früh, darüber zu spekulieren. Und unser Matthias waren die Milchwerke sowieso immer völlig egal. Ja, weil ihr auch alle immer nur ans Geschäft denkt, deswegen. Ja, aber irgendjemand muss es ja tun, sonst läuft überhaupt nichts mehr. Ja, dann ist es wohl Georgs Problem. Er muss schließlich wissen, ob er die Geschäftsleitung behalten will oder nicht. Ja, und er ist nicht mal da. Ja, vielleicht hat er was zu arbeiten um diese Zeit. Ach, Kinders. Siehst du? So solltest du Marita vielleicht endlich sehen. Was war sie doch nochmal gleich? Seine Cousine. Und was bin ich? Ich meine für Marita. Vielleicht ihre kleine Großnichte? Wahnsinn. Dann kann ich ja jetzt gehen. Hau ab! Wenn ihr euch manchmal hören könntet... Nun, es wird sich hier einiges ändern. Mir waren die Milchwerke ja bisher nie so wichtig. Aber jetzt, da ich meine Tochter habe, kommt natürlich der Verkauf meiner Anteile gar nicht mehr in Frage. Im Gegenteil, ich werde mich im Büro engagieren. Wenigstens so lange, bis sich Marita selbst darum kümmern kann. Und du, mein Lieber? Du wirst uns schön brav in die geschäftlichen Vorgänge einweihen, ist das klar? Du kannst natürlich jederzeit aufsteigen. Es gibt auch andere Geschäftsführer. Falls du aber bleibst, wirst du dich mit Marita arrangieren müssen. Denn sie erhält demnächst alle meine Anteile und dann... Dann hat sie die Fäden in der Hand. Vom Zimmermädchen zur Managerin. Hast du mal was Neues? Sie ist eine Seiler! Du wirst dich noch wundern. Mit deinem Alleingang ist es jetzt vorbei. Wir werden natürlich für Marita zuerst mal einen Treuhänder engagieren. Ich denke da an einen Altbekannten. Dr. Sager. Sagt dir wohl was? Na, wie läuft's? Jedenfalls nicht so, wie ich mir's vorgestellt habe. Also mein Artikel hat zwar ganz schön reingehauen, aber ausgerechnet dieser Georg Seiler, der ist fein raus. Stell dir vor, der hat seinen Umsatz sogar noch steigern können aufgrund dieses Artikels. Das konnte doch den News garantiert auch, oder? Also jedem das Seine. Ach, so einfach ist das, ne? Tja. Also manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Jetzt mach's doch nicht so kompliziert, ich bin einfach nur müde. Erschossen. Heute war höllisch viel los. Ja, freu dich doch, wenn endlich mal was passiert. Hast du was rausbekommen über diese Sekte? Nichts Genaues eigentlich. Ja, also manchmal trittst du auch wirklich auf der Stelle. Du musst dich den Leuten an die Fersen heften. Mensch, du bist neu hier, das ist deine Chance. Ich kenn keiner. Oh, der Großmeister des Journalismus spricht zu mir. Mein Gott, ich wollte dir nur Mut zusprechen. Dann hör endlich auf, mich wie einen Lehrling zu behandeln. Wieso tue ich das? Du merkst das noch nicht mal. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, dass es noch andere Strategien gibt als deine. Am besten, du kümmerst dich überhaupt nicht um meine Story. Wenn ich das Material zusammen habe, dann lege ich es dir auf den Tisch, okay? Also Nadja, komm. Ich wollte dich nicht beleidigen. Es tut mir leid. Okay? Sorry. Ach, Stefan. Newsredaktion München.
kein Herr Bürgermeister. Marita! Ja, sie scheint zu hören, wir rufen. Nehmen Sie ruhig in die Hand. Das kann sowieso bald jeder. Ist sie nicht ein fantastisches Pin-Up? High Class. Du. Du elendes Schwein! Ich? Sie hat einen Vertrag gemacht. Ist da nicht so zickig wie du? Einen Vertrag? Ja, nur die Veröffentlichungsrechte. Noch ist doch noch gar nichts passiert. Du kannst es sogar verhindern. Ich hatte bereits einen Vertrag für dich, für uns beide, vorbereitet.